Gute Na... Ah, nee. Guten Ovent. Guten Ovent, Leuvetline Töhira Ola. Nütjamt war der gute Nachtgeschicht von Tante Anna. Hallo, Tjenja. Nu ser vi bad an se schicht. Hier je aufmerksam tö. Ich will en ut Matthäus 8, Vers 20 lesen. Jesus sagte dens, de Füchse, die haben Gruben, in de Fäil und ihren Himmel, die haben Nasta. Aber de Menschen sehen, die haft nüscht, wo heu sin Haupt handlein kon. Hörst mal, wo die Tjenja durchschrien. Hurra, hurra, der Storch ist da. Der steht da oben, auf dem Dach, und klopft morgens und mögt alle Menschen wach. So jauchzen die kleine Tjenja, wo du und da bleiben. Und dann fragt ein Jungtje Papa, können wir nicht auch einen kleinen Storch aus dem Nest holen? Und dann können wir uns dort zähmen. Dann wird wie auch kreuz ist der Bücher Hildebrand ein Hüß ohne Storch haben. Nee, mein Jung, du wolltest doch, der Bücher Hildebrand, der hat dem Storch du wehen, wehen der Storchmama mit der anderen verbrennt werden, als sein Hüß verbrennt wird. Und du wehen hat er der Storch Tätelte auch einen um. Aber wenn man einen Vögel aus dem Nest nimmt, dort ist ein Bösewicht. Und wer ein Vögel ey von Nass stehlen det, da rührt ein Kind von seiner Mutter weich. Ich will die eine Geschichte von ein Vögelnast vertellen. Dort wird so. An einem schönen Feiermorgen sollt ein armer Jung und eine Eiche in der Posne seine Schub ab. Heu lest dabei eine Bibel. Und du lest die Sünd. Denn der Mensch, der wollte seine Tiet nicht. Würde Fersch sich in ein böse Naht verfangen und würde Feil von einer Schlinge erfasst worden, so wurden auch die Menschen, die Tiet, wann sie Unheil haben, plötzlich überfüllt worden. Der Dach wird so schön, dort der Hort dacht, wot kon mi nü wot böset überfallen? Hoi hat dat Jeruz gelest eine Bibel. Aber hoi kon sich nicht verstellen, dat am nü kreit wot böset kon passieren. Von Tiet zu Tiet, tje de immer wader ab sine Schubtjes. De Schubtjes, de doden ab a weit Schmack werden. En da wird noch ein Bach. En da wird besied auch ein kleines Wöltje. Heu lest immer weiter in der Bibel und heu stellte Gott Gebet. Einmal aus heu weiter abzieht, dann stund ab einmal ein schmarker Jung und so ja schmarke Kleider verarm. Dort wird der Sehn von dem König. Der Sehn, der wird damals nach 10 Jahren gewasst. Der Hirtenjunge, der tschaunt ja am nicht. Heu dacht, des freundliche junge Herr, der gehört bestimmt dem Förster, der hier manchmal hankommt, um irgendeine Jagd durchzuführen. Guten Morgen, junger Herr Förstmeister, sagte der Hirtenknabe. Und dann soll er sein Hut von Kopf aufnehmen. Kann ich für ihn irgendwo tun? Jo, sagte der Prinz. Sei mir einmal, jeftet in diesem Wald wohl ein Vögelnast? Ah, oh, das ist aber eine seltsame Frage, sagte der Jung. Hier je nicht die Fäil sehen? Je weiß, je habt dort in diesem Welt Naster. Je nüch sogar. Je sehen ganz viele Naster. Jeder Vögel hat sie Nast. Dort wollt auch jeder Mann, wo sein Nast sich befindet.
Dann sehe der Prinz ganz freundlich. Oh, dann wolltest du auch gewiss, wo du mich kost unser Nast wiesen. Oh jo, mein Herr, sehe der Jung bejestert. Das Schmackste, was ich an meinem Leben gesungen hab, dort wäre ich deine Wiesen. Dort ist so nett und so schmack geflochten, und dort lad bloß Säuerschmack, und da bennen es Säuerschmack et wetet Moos. Da bennen leben fief eher, und dort sind alles Säuerschmacke, bleib wie de klarer Himmel. Oh, dit is ja oberhimmlisch, seh de Prinz. Komm, wies mi pinig, din schmacket Nastje, wo du mi so viel geluft hast. Et mocht ook einmal in schmacket Nast sein. Dort je läuft wohl, sagt der Hirtenknabe. Aber et darf dort schonem nicht wiesen. Aber du sollst dort doch nicht umsonst tun. Et wollt die dafür so ja dir betulen, seh de Prinz. Oh, dort kann wohl sein, seh der Hirteknabe. Aber ich kann die dort doch nicht wiesen, weil ich dort irgendwem versprochen hab. Nu kommt der Hofmeister von dem Prinz dich bier. Dort wird ein so ein freundlicher Herr mit einem dunklen Anzug. Dem hat der Hirtenknabe bat nu noch nicht bemüht. Und der Mann, der sieht, sieh nicht so verstockt, die kleine Hirtenknabe. Der junge Herr, der hat in sein Leben noch niemals nicht ein Vögelnast gesehen. Und er hat viel darüber gelesen. Er wünscht sich so sehr, unser Nast zu sehen. Mög am doch der Fried, und viel am doch dort han. Er wird ihn dort nicht weich nehmen. Er will dort bloß einmal anschütten. Er wird dort auch nicht anschieren. Der Hirtenknabe stund ab, und dann schüttelt er mit dem Kopf, und dann seht er. Dort bleibt er bei. Was ich versprochen hab, dort hab ich versprochen. Ich wies ihn dort Vögelnast nicht. Jo, Leute, Tjenja, dort wird wirklich ein mutiger Hirtenjunge. Heu wisst in der Bibel Bescheid, denn dort steht geschrieben. Wer geschenkt ja verspricht, und der hält dort nicht, der ist wie eine Wolke und wie ein Wind ohne Regen. Und morgen werden wir diese Geschichte von diesem Hirtenjungen wiederhorchen. Nu werden wir beten. Herr Jesus, alles, was du uns versprochen hast, dort hältst du auch gewiss. Und so werden wir dort auch gegenüber von dir und von allen Menschen tun. Help uns dabei bitte, dort wie uns versprochen wird auch noch hören dürfen. Amen. Sage Nein zum Bösen, Jesus gibt dir Mut, brauchst nicht mitzumachen, was der andere tut. Sage Nein, sage Nein, Jesus will dir Helfer sein. Sage Nein, sage Nein, Jesus will dir Helfer sein. Sage Nein zum Bösen, Jesus macht dich frei. Sage Nein, Jesus will dir Helfer sein. Sage Nein zum Bösen, Jesus gibt dir Lohn. Wer hier überwindet, kriegt dort eine Krone.
Det wird die Tänja Ondacht in dort Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, gute Nacht, schlobt Seierschein. Sage nein, Jesus will dir Helfer sein.